Hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für dich einen Follow My Weekend Vlog. Ich liebe Vlogs total gerne zu drehen und heute habe ich beide Wochenendtage frei und ich dachte, komm, das nutze ich mal aus. Ich habe nämlich mega coole Sachen am Wochenende geplant und das Wetter, Freunde, ist so schön. Wir haben einfach schon 24 Grad oder so. Deswegen, ja, seid gespannt. Ich freue mich sehr auf das Video. Ich hoffe, du auch. Und wenn du so Vlog-Videos magst, dann hinterlass diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonnier natürlich meinen Kanal, falls du es noch nicht bist. Dann bist du Team Kim Possible Club. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Es gibt gar nicht so weiter viel drumherum zu reden. Ich würde sagen, wir starten diesen realistischen Vlog an der Nordsee mit schönem Wetter. Und ja, machen coole Sachen zusammen. Viel Spaß! Hola, hola und good morning. Ich sehe noch sehr verschlafen aus, Freunde. Ich bin auch sehr verschlafen. Genau, ich habe gerade einen Gruppencall mit meiner Family gemacht. Also meine Mom hat heute Geburtstag, deswegen haben wir kurz alle gratuliert. Genau, ich habe mir jetzt Frühstück gemacht. Werde jetzt erstmal entspannt frühstücken, entspannter Morgen. Ich bin froh, dass ich einfach mal ein bisschen ausschlafen konnte, ehrlich gesagt. Ich habe mir zum Frühstück einfach ein Käffchen gemacht und so eine Cake Crumble Bowl mit so einem Joghurt-Topping. Das ist eigentlich ziemlich geil. Es ist aus dem Ofen gerade gekommen. Genau, mit ein bisschen Pfirsich drauf. Genau, heute habe ich viel auf dem Plan. Ich freue mich voll, weil das Wetter ist sehr gut. Und mich holt später jemand ab. Und da fahren wir zusammen zum Strand. Auch schon nicht so spät, also bald. Und genau, da mache ich mich noch ein bisschen fertig. Und dann, ja, gehen wir zum Strand. Das wird richtig cool, glaube ich. Und heute Abend treffe ich mich vielleicht noch mit einer Freundin. Ja, mal sehen, was der Tag noch so bringt. So, meine Lieben, Today's Fit ist einmal dieses rote T-Shirt von Miami. Ich weiß nicht, woher es ist. Das ist schon uralt von meiner Mama noch. Genau, ich habe dann noch eine Radlerhose an, weil es ist, wie gesagt, einfach heute todeswarm. Ich habe aber noch eine lange Hose dabei, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob das nicht dann doch zu frisch wird. Ich ziehe auch einfach einen Pulli drüber. Genau, ganz chillig. Ich habe hier diesen Schmuck, habe ich das letzte Mal ja selbst gemacht mit einer Freundin. Richtig cute, den Perlenring. Und dann habe ich hier zwei Armbänder noch. Ich finde die richtig cute und ich dachte, die passen vielleicht ganz gut zusammen. Genau. Also dann nehme ich, glaube ich, noch eine Cap mit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber macht am Strand auf jeden Fall Sinn. Und genau, das ist jetzt mein Fit. So, ich bin jetzt vom Strand zurück ins Örtchen sozusagen gelaufen und jetzt treffe ich mich gleich mit der Freundin, die ist jetzt auf dem Weg hierher und genau, ich warte jetzt auf sie und dann machen wir uns einen schönen neuen Mädelsabend, wollen noch ein paar Perlen machen oder so, das machen wir immer ganz gerne, kreative Sachen und wollen uns vielleicht noch eine Pizza holen oder irgendwas zu essen, keine Ahnung, mal sehen, aber ich habe richtig Bock auf den Abend und freue mich voll, sie jetzt zu sehen und ja, das wird noch sehr cool. Yummy! Good morning, Leute. Scheiße, das sieht aus wie, weiß ich nicht. Ich wollte euch ganz kurz mal zeigen, was wir gestern Tolles wieder gemacht haben. Und zwar habe ich wieder ein Armband gemacht. Das ist diesmal so ein, ja, mit so dunkleren Farben. So ein bisschen basic zu so schwarzen Sachen, dachte ich. Dann habe ich hier so einen Ring gemacht. So einen habe ich schon mal, aber keine Ahnung. Diese Farben finde ich irgendwie richtig cute. Und dann habe ich hier so eine Kette gemacht. Die hat so zwei Karabiner hier dran.
Die ist ziemlich girly geworden, aber ich finde die richtig cool. Und es ist wie so eine Hose, also die kann man so an die Jeans machen seitlich. Dachte ich, wäre vielleicht ganz geil oder kann man vielleicht auch an der Tasche machen oder so. So, Freunde, erstmal schönen Sonntag euch. Ich habe mich heute noch gar nicht persönlich gemeldet, einfach weil ich so einen entspannten Morgen hatte. Ziemlich basic, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt, dies, das, Sachen gemacht und es ist noch gar nicht so spät jetzt, sage ich mal. Mich holt jetzt eine Arbeitskollegin ab und wir gehen zusammen Tretboot fahren oder Kanu fahren, irgendwas von beiden. Ich freue mich mega drauf. Genau, habe mich jetzt gerade fertig gemacht, Fett Sonnencreme, deswegen glänze ich auch ein bisschen. Genau, ich nehme mir auf jeden Fall eine Kappe mit, weil ich glaube, also wenn wir auf dem Kanu sind, auf dem Wasser, da steht die Hitze. Genau, deswegen habe ich auch Bikini schon drunter und ich freue mich voll auf den Tag. Also ich gehe mit zwei Arbeitskolleginnen sozusagen von meinem Hotel, ja, fahren wir mit dem Auto halt wohin und gehen wir Kanu fahren, ein bisschen durchs Städtchen da, haben einfach einen schönen freien Tag zusammen. Ich freue mich voll drauf. So, mein Fit heute ist auch ziemlich basic. Also wie gesagt, ich habe einfach so einen roten Bikini drunter. Dann habe ich hier so ein T-Shirt an. Ich finde es ganz nice, weil das hinten voll irgendwie fancy aussieht und es passt wieder zu meiner Hose, zu meiner Farbe von der Radlerhose. Die ist übrigens von Zara. Da gibt es so viele schöne Farben von Radlerhosen. Kann ich sehr empfehlen. Und dann ziehe ich auf jeden Fall noch die Cap auf. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut. Und genau, das ist jetzt mein Fit. Und meine Freundin holt mich gleich ab und dann fahren wir los. Leute, meine ersten Tomaten sind dran. Nice. So, Freunde, wir sind jetzt gerade wieder gekommen vom Kanufahren und es war richtig schön. Also, es hat mega Spaß gemacht. Meine Haare sehen jetzt auch dementsprechend aus, wie man halt aussieht, nachdem man in so einem Sumpf schwimmt war. Aber es hat mega Spaß gemacht. Aber ich denke, ich werde die auf jeden Fall jetzt gleich noch duschen. Genau, ich werde jetzt kurz was snacken und dann gehe ich vielleicht nochmal raus, weil die Sonne scheint noch. Es ist noch nicht so spät. Wir sind relativ früh zurückgefahren und dachte, ich setze mich jetzt noch ein bisschen an den Deich und lese, weil ich bin gerade richtig in meinem Buch drin, verfesselt und will unbedingt weiterlesen. Freunde, es ist echt schön. Ich habe jetzt ein paar Kapitel gelesen, aber hier wird es jetzt echt überlegt, deswegen mache ich mich jetzt mal wieder zurück. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich werde mir jetzt was zu essen machen und dann noch ein paar Sachen in meiner Wohnung aufräumen. Ich wollte schon so lange einfach mal dieses Badregal einräumen. Ich habe das neulich schon länger gekauft und das ist eine Katastrophe, deswegen will ich das hier reinräumen. Genau, das ist eigentlich für mich, hier kann man das auch noch aufmachen. Und genau, das habe ich jetzt vor, einfach mal einzurichten. Und genau, mein Bett wollte ich dann auch noch machen, neu beziehen und ja, das sind jetzt noch die Aufräumpläne für heute Abend und dann schaue ich einen richtig coolen Film. Es gibt einfach heute drei Schritte zu dir. Also wenn du den Film kennst, dann schreib es mir in die Kommentare, weil ich liebe diesen Film. Ich finde ihn super schön und den gibt es heute im Fernsehen. Deswegen sehr cool, den werde ich mir auf jeden Fall reinziehen und währenddessen dann essen. Und ja, freue mich auf den Abend, weil es wird ein entspannter Sonntagabend und es war wirklich ein super schöner Tag. Genau. Freunde, ich habe hier mir so einen richtig geilen Grillteller wieder gemacht mit diesen, ich weiß gar nicht, was das ist. Das sind so vegetarische Hähnchenspieße, die sind richtig lecker. Ich habe die mir schon mal geholt und getestet mit euch. Die kann ich mega empfehlen. Die sind eigentlich so für den Grill, aber ich habe die im Ofen gemacht mit Süßkartoffelpommes, ein bisschen Hummus und da habe ich jetzt richtig Bock drauf und das esse ich jetzt noch. Yay! So, das war's auch schon mit diesem Weekend-Vlog. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Natürlich einen Daumen nach oben, wenn du mehr Vlog-Videos sehen willst. Und mehr Everyday-Vlogs in my life an der Nordsee bei schönem Wetter im Sommer. Ich habe sehr coole Videoideen für den Sommer geplant, aber wenn du natürlich noch weiter hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und genau, schalte das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder mit ein, dann sitzt du wieder mit am Start. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss!